Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ich bin Elena Pavlova, die konsultierende Astrologin und Astropsychologe. Heute geht es um den Mars. Mars hat sein Zeichen gewechselt und befindet sich vom 15.04. bis 25.05. natürlich 2022 im Tierkreiszeichen Fische. Die Daten, also ich werde heute mehreren Zeitabschnitten nennen. Ich werde das alles unter dem Video aufschreiben und dort könnt ihr das nachschauen. Hier geht es darum, dass wir verstehen, was nach was folgt und mit welchen Energien wir zu tun haben werden. Und zwar erstmal die allgemeine Information, wie sich der Mars in den Fischen fühlt und womit können wir rechnen. Also ich musste gestern darüber lachen. Ich denke, ich erzähle jetzt mal kurz diese Geschichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlachen. Es ist so, dass ich habe gestern also mir so einen Plan aufgeschrieben, wann ich was aufnehmen möchte. Und dann gucke ich an in meinem Astroprozessor. Ja, der Mars ist ab 15. Viertel im Tierkreiszeichen Fische. Ja, und ich führe im Kopf so ein Selbstgespräch und eigentlich, ich bin beim Aufschreiben vom 15.04. Ich akzeptiere das auch, aber ich checke es überhaupt nicht, dass das eigentlich heute ist, beziehungsweise dass es gestern war. Und das ist das beste Beispiel dafür, wie der Mars sich im Tierkreiszeichen Fische fühlt und benimmt und wie er reagiert und wie er handelt. Also wir müssen leider damit rechnen, dass wir jetzt ab 15.04. bis 25.05. ein bisschen träge werden. Es werden Zeitpunkte geben, wo wir ein bisschen ins Schleudern kommen, aber generell ist es damit zu rechnen, dass ja. Also, das ist mit solchen Aufhängern, wie das eben bei mir gestern war, zu rechnen können. Nun, erstmal gute Nachrichten. Während dem ganzen Zeitraum, es bestehen keine spannenden negativen Aspekte zu dem Mars. Das bedeutet, dass alle Aspekte, die Mars zu anderen Planeten bildet, während er durch das Tierkreiszeichen Fische läuft, sind alle positiv. Diese Aspekte sind nicht zahlreich, aber sie sind alle positiv. Und das ist schon mal wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es gibt immer wieder Quadraturen oder Oppositionen zu dem Mond, aber da der Mond sehr, sehr schnell läuft, es kann sein, dass dieser Aspekt wirklich nach ein paar Stunden sich nivelliert. Und somit haben wir damit zu rechnen, dass wir diese träge Energie von der Mars im Tierkreiszeichen Fische ruhig ausleben können. Das ist schon mal gut. Was erwartet uns danach? Am 10.05., also erstmal vom 15.04., bewegt sich der Mars durch den Tierkreiszeichen Fische, ohne sich mit anderen Planeten zu verbinden. Da ist nichts. Dann trifft Mars am 10.05. Neptun. Bis 19.05. Stehen sie in Verbindung oder Konjunktion genannt. Danach geht der Mars weiter und steht zwischen Neptun und Jupiter. Also Neptun, Mars, Jupiter bildet eine Konjunktion somit aus diesen drei Planeten. Und dann geht er weiter, so dass er in der Konjunktion nur mit Jupiter bleibt. Und während dieser ganzen Zeit es entstehen keine negativen Aspekte. Und das alles werden wir heute besprechen. Erstmal nochmal zurück zu den allgemeinen Themen. Mars in Fischen, er möchte Entspannung haben. Er braucht auch diese Entspannung. Also es ist jetzt nicht die Zeit, loszurennen. Es kann sein, dass wir auch auf unserem Vitalsystem es spüren werden, dass uns einfach die Energiekraft, um so richtig loszurennen, fällt. Das bedeutet, dass wir unseren Angelegenheiten vernünftig versuchen, es natürlich überlegt zu meistern. Unternehmen und es ist damit zu rechnen, dass wenn sie normalerweise für etwas 1 Stunde gebraucht hätten, es kann sein, dass es daraus 2 Stunden werden, beziehungsweise dass sie sogar es
auf den nächsten Tag verlegen müssen. Damit ist es zu rechnen. Also wir handeln so, die anderen handeln so. Wenn sie etwas bis zum jetzt 25.05. unbedingt etwas erledigen müssen, dann fangen sie wirklich nicht auf dem letzten Drücker. Wenn sie anfangen müssen, für die Prüfung zu lernen, nicht zu doll warten. Ich glaube, das ist verständlich. Mars in Fische ist sehr romantik, braucht auch diese Romantik. Also für unsere Beziehungen wäre es somit sehr schön, dass so die ganze Atmosphäre wird vielleicht so intimer, versteckter, gemütlicher, romantischer. Das ist sehr, sehr gut. Man kann auch davon ausgehen, dass unser Handeln nicht unbedingt praktisch wird. Denn Fische, das ist auch unser intuitives Handeln. Es heißt nicht, dass es schlecht ist. Aber nehmen wir mal an, sie hat ein Plan, sie müssen so und so handeln und da steht sogar schwarz auf weiß auf eurer To-Do-Liste und sie haben sich das schon fest vorgenommen, dass sie so und so handeln werden. Plötzlich ist der Mars in Fische, natürlich nicht plötzlich, aber jetzt erfährt ihr, dass der dort steht und aus welchem Grund für immer in letzter Sekunde entscheiden sie sich, dass nein, ich mache das anders, ich mache das überhaupt nicht. Oder das, was ich mir vorgenommen habe, lege ich zur Seite und beschäftige mich damit, was eigentlich jetzt derzeit nicht relevant ist. Ich kann nicht sagen, dass das falsch ist, weil Fische sind wirklich sehr, sehr intuitiv. Und in dem Sinne, man weiß ja nicht, was unser Unbewusstsein uns vorspielt. Ich persönlich habe viel Vertrauen zu unserem Unterbewusstsein und ich kann das sogar als Schutzengel interpretieren, denn das, was wir mit bloßen Augen sehen oder lesen, ist nicht immer, entspricht nicht immer der Realität, beziehungsweise man muss sich nicht unbedingt hundertprozentig darauf verlassen. Und Intuition, das ist etwas, was vielen auch immer wieder das Leben zum Beispiel schon sogar das Leben gerettet hat. Somit hört bitte auf eure Intuition und wenn sie plötzlich merken, dass nun mal die Seele liegt überhaupt nicht zu dem, was sie vorhatten. Also es war bei mir manchmal auch so, dass ich sogar eine Reise nicht durchgeführt habe, weil es ging irgendwie überhaupt nicht. Ich wollte gar nicht hin und am Endeffekt, das war dann, ich habe es nie bereut. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also hört auf euer Unterbewusstsein und es kann sein, dass euer Unterbewusstsein gewisse Korrekturen in euer Handeln einspielen lässt. Weiter. Langsam gehen wir zu dem 10.5. bis 19.5. Da steht Mars in Konjunktion mit Neptun. In erster Linie, es kann, also ich möchte erstmal über medizinische Aspekte sprechen. Besonders vom 10.5. bis 19.5., falls es zu irgendwelchen Körperverletzungen kommt, wo es zu Blutung kommt, bitte behandelt eure Wunde entsprechend, also richtig behandeln. Sobald es zu Entzündung kommt, bitte darauf aufmerksam werden und sogar eventuell zum Arzt gehen. Also nicht denken, dass, naja, irgendwie wird das schon gehen, sondern von Anfang an richtig behandeln. Sei das jetzt bei einem Kind oder bei Ihnen selbst. Es kann zu Entzündungen kommen. Es kann auch sogar dazu kommen, dass es zu Blutvergiftung kommt. Deswegen bitte aufpassen. Das ist das, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Weiter. Während Mars sich hier in Konjunktion mit Neptun befindet, es kann sein, dass wir in der Stimmung werden, dass wir alleine gelassen werden wollen. Wenn man natürlich in Partnerschaft ist, es kann für den Partner ein bisschen komisch erscheinen. Also wenn der Partner sagt, nee, ich möchte jetzt kein Abendbrot essen und verschließt sich irgendwo im Zimmer und das heute Morgen und übermorgen, da kommt man schon auf die komischen Gedanken. Es ist wirklich so, dass Mars und Neptun, also diese Konstellation deutet darauf hin, dass man mit den Vorgängen in eigener Seele klarkommen möchte. Und wie ich schon sagte, Mars in Fische möchte seine Energie in Ruhe regenerieren und schöpfen. Und somit, falls Sie wirklich dann in der Stimmung sind, dann machen Sie Ihrem Partner deutlich, dass es nicht an dem Partner liegt, sondern Sie brauchen einfach jetzt die Ruhe.
Wie können wir die Energie beschleunigen, damit wir die ganze Zeit nicht im Halbschlaf verbringen? Erstmal, es ist ganz wichtig, dass es bringt gar nichts, irgendwelche berauschende Mittel anzunehmen und beziehungsweise auch Kaffee. Wir werden in diesem meditativen, ruhigen, gelassenen Zustand sein. Das steht fest. Deswegen, es bringt gar nichts, 5 Tassen Kaffee am Tag auszutrinken, in der Hoffnung, dass das was bringt. Das beunruhigt nur das Nervensystem, führt zu Fehler, zu dem Zustand, wo man nicht konzentriert ist, aber bringt nicht zu dem Zustand, wo sie sich wach fühlen. Und somit, es ist ganz wichtig, dass sie auf ihre Füße achten. Tierkreiszeichen Fische steht in erster Linie für die Füße. Und somit laufen sie barfuß. Vorher habe ich gesagt, dass wir brauchen jetzt die Energie, wo wir uns wirklich körperlich aktiv betätigen. Jetzt hat sich diese Energie gewechselt. Laufen Sie barfuß, machen Sie Fußmassage, machen Sie Fußbad mit Ölen oder Salzen, was Ihnen gefällt. Das wird dazu führen, dass Ihr Kreislauf sich in die Bewegung bringt und somit werden wir wacher. Die Wasserprozeduren. Sie können auch mit den Füßen beziehungsweise, wenn es geht, den ganzen Körper also kalt-warm duschen. Beziehungsweise nochmal, wie ich schon sagte, Sie sind vielleicht bei der Arbeit, möchten sich eine weitere Tasse Kaffee holen, gehen Sie lieber stattdessen ins Bad und waschen Sie sich Gesicht mit kaltem Wasser, beziehungsweise wenn Sie eine Frau sind und Make-up tragen, dann zumindest hier mal die Stellen, damit Sie wirklich wacher werden oder hier an den Stellen kalt-warm oder wenigstens kalt. Das ist wichtig, sich hier nochmal zu entspannen, sehr gut mit Meditationen. Und noch was ganz Wichtiges. Da wir wirklich dazu tendieren werden, in diesem meditativen Zustand längere Zeit zu verbleiben, damit es wirklich sich nicht so verteilt, dass wir den ganzen Tag sind, in dem Zustand nehmen Sie sich festen Zeiten, wo Sie sich wirklich ausholen. Wirklich entspannen, sei das jetzt mit einer Kerze oder mit Meditation oder spazieren gehen oder auch sehr gut jetzt ins Schwimmbad zu gehen. Aber legen Sie sich feste Zeit, wo Ihr Körper versteht und Ihr Gehirn auch versteht, okay, jetzt entspanne ich. Sonst haben wir diese Tendenz, dass dieser Zustand sich tatsächlich über die Tage und Wochen verbreitet und das ist ein sehr langer Zeitraum. Das ist halt Neptun und Jupiter, das sind so sehr energiestarken Planeten und sie mögen alles verbreiten. Und wenn diese Konjunktionen nicht da wären, es wäre schon damit zu kämpfen gegen diesen langsamen Vorankommen. Aber wenn die beiden Planeten noch da sind, wird dieser Zustand sich verstärken. Wenn Mars in der Berührung mit Jupiter kommt, ab dem Zeitpunkt, das ist dann ungefähr ab dem 25.05., das werden wir schon verstärkt spüren können. Ab dem Zeitpunkt bekommen wir mehr Klarheit, in welcher Richtung wir uns befinden, beziehungsweise in welcher Richtung das, was Sie vorher unternommen haben, wird sich entwickeln. Weil vorher, es kann noch so erscheinen, als wäre es so ein ganz großes Meer. Man hat ganz viele Sachen zu erledigen, aber man sieht noch nicht dieser Bewegungsvektor. Wohin denn damit? Zu was führt das? Und ab dem 25.05. wird es schon ein bisschen klarer sein. Beziehungsweise es kann sein, dass wir sogar mit gewissen praktischen Ergebnissen schon rechnen können. Und ja, dann wechselt Mars in das eigene Tierkreiszeichen, in Widder, und das sind dann schon wirklich ganz andere Energien. Ich möchte euch allen schöne Feiertage wünschen und bleibt gesund.
Und ja, das Wetter bis jetzt spielt mit. Ich hoffe, dass es weiterhin so bleibt. Am Ende des Videos möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich ein Video über Lilith im Tierkreiszeichen Krebs hochgeladen habe gestern. Und ich weiß, dass also das Thema, was ich dort angesprochen habe, ist sehr ernst. Und falls Sie das noch nicht angeschaut haben, schauen Sie sich das bitte an. Und falls Sie möchten, das Video zu verbreiten, ich würde mich darüber freuen. Ich habe das sonst über keine anderen Videos gesagt, aber das Thema ist wirklich ernst. Und somit, wenn Sie das Video nicht weiter teilen möchten, dann geben Sie bitte diese Informationen mit eigenen Wörtern an all diejenigen, die Sie lieb haben, weiter. Und ja, ich finde, dass es sehr wichtige Information ist und dass wir dann bis zum 8.1.2023 darauf verstärkt aufpassen müssen. Jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch zusätzlich zu dem, was ich schon gewünscht habe, dass alles, was Sie zubereiten, allen schmeckt, dass Sie die Zeit genießen und ja, lasst es schmecken. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.